Trainingsauftakt beim VfB Lübeck, fast mit voller Kapelle. Fast alle Neuzugänge waren dabei, einer fehlte noch. Was sagt der Trainer Rolf Landal zum ersten Tag? Fantastisch war es, super wieder am Feld zu sein. Ich meine, wir haben zumindest schon mal in zwei Zehnergruppen trainieren können, auch mit Kontakt. Das hat wieder mal mehr mit Fußball zu tun. War schön, die Jungs wieder zu sehen, war schön, unsere Neuverpflichtungen zu sehen. Und ich glaube, den Jungs hat es auch Spaß gemacht. Du hast gerade schon angesprochen, die Neuverpflichtung. Was für einen Eindruck machen die Jungs auf dich? Gut, haben alle Bock auf Fußball. Ich meine, das war das erste Training. Alles andere wäre auch komisch. Aber wir werden zusammenarbeiten und werden so schnell wie möglich versuchen, neu und alt zusammenzuführen. Das hört sich ja nicht so schön an, die Neuen und die Alten, sondern ab heute, habe ich gesagt, sind wir ein Team und an dem werden wir arbeiten. Ihr habt zwei Probespieler dabei gehabt, Lennart Zuber und Justin Eilers. Welche Chancen haben sie? Ja gut, beide weiß man, dass sie sehr hoch gespielt haben schon. Justin war Torschützenkönig in der dritten Liga mit Dresden aufgestiegen. Eigentlich eine gute Karriere bis zur Verletzungsmisere hingelegt. Da ist ganz einfach Qualität da, das wissen wir. Und Lennart ebenso, der hat auch schon oben gespielt, war in Schottland unterwegs. HSV, beide haben natürlich eine lange Pause hinter sich und brauchen deshalb jetzt wahrscheinlich auch ein paar Tage, um reinzukommen in so ein Mannschaftstraining. Deshalb wollen wir sie auch nicht unter Druck setzen und geben ihnen auch die paar Tage auf jeden Fall Zeit, sich zu zeigen. Ab morgen werden Corona-Tests durchgeführt. Mhm. Das ist neu bei euch, richtig? Ja, das ist neu, klar. Okay. Wie läuft das ab? Ja, wir treffen uns 8:30 hier in Gruppen dann wieder, lassen uns testen, dann samstags nochmal, das ist dieser 48-Stunden-Test. Mhm. Und Montag sind dann hoffentlich alle negativ und dann können wir normal mit der Großgruppe trainieren. Das ist der große Vorteil. Die Corona-Tests gehen also morgen los. Marvin Thiel als Lübecker, Profifußballer, Drittligist bei uns bei HL Sports TV. Heute erstes Training nach Corona. Wie war es für dich? Ja, es tat mir wieder gut, auf dem Platz zu stehen nach sehr, sehr langer Zeit. Wieder so ein bisschen Trainingsluft zu schnuppern und nicht nur die Laufschuhe zu schnüren und die Runden zu gewinnen. Dritte Liga ist jetzt für dich Profifußball. Was bedeutet das für dich? Also kannst du es schon realisieren? Oder? Es hat tatsächlich sehr, sehr lange gedauert, bis ich das wirklich realisieren konnte. Aber so langsam habe ich es auch wirklich dann realisiert. Und ich freue mich natürlich darauf, auf die neue Herausforderung, um mit dem Team das Bestmögliche rauszuholen. Es ist natürlich so, dass man in größere Stadien fährt und eine ganz andere Atmosphäre dann aufsagen kann. Und hoffentlich mit Fans. Und ja, das Bestmögliche draus machen. Das war's vom ersten Trainingstag beim VfB Lübeck. Abonniert unseren Kanal, lasst ein Like da. Das war Roland Kenzo für HL Sports TV.